Teenager erzieht, so ganz grob zusammengefasst. Sie hat das Bild wieder in die Schublade fallen lassen von der eigentlichen Familie, was William, Chloe und sie waren. Und dann haben wir Davids Sachen gefunden, wie sie schon im Schrank eingeräumt waren. Wir haben einen Kalender gefunden, den wir verunschaltet haben. Ich hab nur mit Duschenkleid, auf jeden Fall. Und wie gesagt, dann noch gesehen, dass sie ihren Ehering verkauft hat. Also alles, was kann uns denn noch passieren in diesem Let's Play, liebe Freunde? So, aber wir halten dagegen, wir versuchen auf jeden Fall unsere Mama alles zu erklären, David zur Rechenschaft zu ziehen, weil so geht's überhaupt nicht, auf jeden Fall, ne? Da kriegt auf jeden Fall noch direkte Gedenkschelle, Alter. Auf jeden Fall. Und jetzt gehen wir aber erstmal duschen und hoffentlich machen wir mit dem blauen Haarspray oder Haarfärbemittel, was wir in der letzten Folge gefunden haben hier im Badezimmer, unsere Haare blau, so wie wir Chloe kennen. Und jetzt geht's auf den Nassen mit Duschen. I need new clothes. What do I feel like wearing? Und es wird so geil werden. Oh mein Gott. Das wird ein verrückter Tag und genauso ziehen wir uns an. Bonus-Outfits. Liebe Freunde, es geht wieder los. So, Totenkopf. Wir schauen mal, wie es aussieht. Ne? Wir probieren wieder alles durch, Leute. Und ja, also das, die dritte Episode ist wirklich... Oh mein Gott, das ist der Glanz. Die Politur auf der Krone. Auf jeden Fall. Schauen wir mal, wie das aussieht. Nice. Kann ich schlecht umziehen. Schauen wir mal weiter. Das sah schon nicht schlecht aus, aber wir haben ja noch was. Schauen wir mal. Bonus-Outfits. Illuminati Deluxe. Punkto. Das kennen wir ja alles nur schon, ne? Das ist ja das normale. Drache, zeig mal her. Drache ist natürlich gut, weil Bahamut, ne, ist klar. Richtig krass. Komm, zeig her. Oh mein Gott, Alter. Richtig nice. Zeig mal her, wie das aussieht. Oh, das sieht natürlich nicht schlecht aus. Oh mein Gott. Ich hab jetzt schon eigentlich meine Wahl getroffen, aber gucken, was noch geht. Oh mein Gott. Bonus-Outfits. Vogelschädel, Chloe's Klassiker, ist klar. Vorbestellung, ist klar. Aber das ist das von Rachel. Lass immer das Outfit sehen. Komm. Das sieht geil aus. Passt zu der Haare. Ich glaube, Leute, heute muss der Drache auf jeden Fall nochmal in seinem Horst bleiben. In seinem Nest, in seinem Horst bleiben, weil... Oh mein Gott, geil. Alright. One last thing. Yes. I need to get Dad's tools so I can fix that truck. Ja, wir nehmen die Werkzeuge für unseren Papa. Dad's toolbox should be in the garage downstairs. In der Garage, genau. Dich anziehen könnte man jetzt nochmal machen.
Aber muss man nicht unbedingt. Wir schauen auf jeden Fall nach, was es jetzt noch gibt. Und jetzt gibt es schmieriger Schleim, ist wahrscheinlich dann unten in der Garage. Oh mein Gott, dieses Bild, Alter. Richtig geil. Und schmieriger Schleim auf jeden Fall ist unten in der Garage. Das wird irgendwas Öliges sein oder sowas, denke ich. Pflanze, Papas Jacke. Kann man die jetzt mitnehmen? Dein's favorite jacket. Nee, leider nicht, schade. Definitely taking okay, dann gehen wir einfach mal raus. Und werden wir mal sehen, was jetzt auf uns wartet. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott, jetzt geht's los. Freunde, es geht los! Here goes. What are the chances I can avoid Mom or David? Schlecht, aber ich will mich drauf einlassen. Jetzt geht's richtig los. Jetzt gibt's Eltern. So Bock drauf, ihr U? Ich hab richtig Bock drauf. Richtig krass Bock drauf. I'm flipping them over. Not yet. I told you 3 minutes each side. They're gonna burn. Oh, you're the expert now. I can't stand it. I'm telling you, it'll make a mess. Oh, God. You know, you don't have to make me breakfast. I'd settle for flowers. You cook all the time. I want you to have a break at home. You are one class act, David Madsen. Alter, dieser Schmerz. Mom actually looks pretty happy right now. Also ich weiß nicht. Auf ins Getümmel. Hey, who's there? Na, da ist denn da, wo mein Gott, Hey. Chloe, your hair. When did you... Was this for the play? I heard you performed last night. Nope. I mean, I did, but... This is something different. None of that matters now. Oh, I am so glad to see you. Good to see you, Chloe. Coming home was a smart decision. Ich gebe mir jetzt schon mal eine gute Entscheidung, ne? Happy Mother's Day, Mom. Thank you, sweetheart. I didn't get you anything. Having you back home is present enough. I'm just here to pick up something. Then I have to go. Are you coming home tonight? Mom, I don't know. I wish you would tell me what you're up to. Soll ich deswegen keine Gedanken machen, weil sie vielleicht gerade eine glückliche Zeit hat, aber die wurde jetzt wieder auf den Boden der Tatsachen geholt, weil sie uns gesehen hat und sowas. Und das beweist aber, also ich hab's im Gefühl, dass dieses Verhalten, was sie jetzt gerade an den Tag legt, auch beweist, dass sie einfach froh ist, uns hier zu haben. Aber wir müssen ihr leider sagen, wie es ist. Macht ihr keine Gedanken, deswegen ist wieder so eine Ausweichantwort. Nee. Wir haben gesagt, wir wünschen, wir können es ja erklären, deswegen nehmen wir das ja. I'm just hanging out with Rachel. Oh, how is Rachel? I was telling David about the play and you being in it. I really gotta go. Listen, wait. Before you go, oh, nein. David has something to say to you. Oh, it won't Gott. Take but a minute. Es dauert lange, aha, okay. Mom. Alter, wenn der jetzt wieder anfängt mit irgendeiner Scheiße. I don't think this is the best idea. You already promised. Chloe,
I've made an agreement with your mother to trust you from now on. Really? What does that mean? It means that from today forward, I'm going to take you at your word. So, if you say you haven't been smoking or drinking, then I'll just leave you be. Even though she had pot yesterday. David, the idea is you should feel comfortable here, Chloe. David's not going to question you, and neither am I. Genialer Plan. Weißt du was, David? Fick dich. David's lying to your face, Mom. He searched my room. What? You didn't know? Detective Dickwad here went through all of my drawers and my bed. It's what you asked me to do. Make sure she's got no drugs or alcohol for her own good. Oh, my goodness, Chloe. I'm sorry. I thought that... Die machen alles falsch! I'm sorry, Joyce. I didn't know this would upset you. It's Chloe who deserves the apology. Well, Chloe, I'm sorry that I violated your privacy. I did it with your best interest in mind. Warme Entschuldigung akzeptiert. Komm, Alter, weißt du was? That's it? That's your apology? Well, now, I thought that... What about sorry for not trusting me in the first place? And convincing my mom to mistrust me too? That's not David's fault. What about sorry for calling me a loser? And always talking to me like I just came out of juvie? What about sorry for lecturing me all the time when you're fucking... No one. You're not my dad. Who the hell gave you that right? What about sorry for moving in with my mom against my wishes? Chloe. Chloe, I know you don't like me. I know you think I don't understand you. But I do. I've been meaning to show you something. This is my friend Phil Becker. We served in the same unit, two tours. Becker was killed near the end of our deployment. Roadside IED. We used to joke about all the trouble we were gonna get into once we got back home. But he died. He died, and I didn't. And I think about that fact every damn day. The point is, I've had my share of grief. I know what you're going through. So I guess what I'm saying is, I'm here to do whatever I can to help you get over the loss of your dad. Please, I'm begging you. Give David a chance, won't you? Here. Why don't you keep this photo for a little while? Think about what I've said. Also,
Er hat gemeint, dass er in seiner Armeezeit einen Freund hatte, dass die zwei Einsätze hatten, dass sie beim letzten Einsatz später gemacht haben, was die doch für Ärger kriegen würden und sowas. Je nachdem, um was es sich von Ärger handelt. Sprengsatz auf Straße? Sein Freund stirbt? Ernie? Dass er daran jeden Tag denkt, kann ich mir vorstellen. Dass wir jeden Tag an unseren Vater aber denken, der von einem LKW erfasst wurde, kann ich mir vielleicht auch denken. Ist es dasselbe? Manchmal können Freunde wie Familie sein. Obwohl wir unserer Meinung treu bleiben, würde ich sagen, egal wie wir von ihm denken, wie scheiße er ist, eine Chance bekommen wir noch. Und ich hoffe, wir haben in der Episode nochmal die Chance zu erleben, dass er sich nicht dran hält, weil dann gibt's Pfeffer. Was hab ich getan? David looks so young. And this Phil guy, they look close. Thank you, David. Oh, Chloe. Mom. I'm just so proud of you both. Mom, I really need to go. Be careful out there, Chloe. I love you, sweetheart. All right, all right. Okay, nächster Stopp, Werkzeug. What the hell? Das sind wohl denn seine ganzen Sachen, oder was? Reißzerealien? Just gotta grab Dad's toolbox and then get out of here quick. Holy crap. This might actually be helpful for fixing up the truck. Was war denn Ratgeber für Autoreparatur? Die Werkzeugkiste? Okay, also. Mal gucken, wie es weitergeht. Wir sind am Schrottplatz jetzt, wo der Truck steht. Ja. An den Gleisen, die wir doch so kennen, wo viel passiert ist, auch in Life is Strange. Und natürlich ein Abenteuerspielplatz für jemanden, wie wir es sind. Dabei, Reparatur. Come on. Unseren geilen blauen Horn oder unsere blauen Strähne. Heftige Sache, was da passiert ist. Habe ich mich wirklich drüber gefreut. Das ist so eine richtige Verbindung, die man eingeht mit Life is Strange. Daumen hoch auf jeden Fall. Ich habe mir vorhin das geduscht. Guck mal unsere Finger an, Mann! Unsere Hände! Oh mein Gott! So, okay, wir haben auf jeden Fall einen. Better. But still needs a bit more love. I can salvage this beast. Okay, David hat ein bisschen Nachricht geschrieben. Na, gucken wir mal fix nach. Mein Gott, Alter, da hört man richtig so, irgendwie, so richtig Schnulze und Spießer, weißt du, so, Chloe David hier, hat Mama dir meine Nummer gegeben? Ja, hat sie, ich hab gesehen, du hast den Werkzeugkasten deines Vaters mitgenommen, aber jetzt schon an einem Projekt, mehr oder weniger, welche Art von Projekt,
Oh Mann, wie wär's mit etwas Vertrauen? Nee, nee, ich frage ja nur. Es freut mich, dass du dich für etwas interessierst. Mach weiter so. Alter, halt bloß die Klappe. Need to find the right oh mein Gott, das ist Handy, das nächste, was hier über den Schrottplatz fliegt, ey, direkt. Anleitung. Was ist das, ein Radio? Ja, ein Radio! Nice! Mit Musik geht sowieso alles besser. So, dann habe ich eine nächste Seite für euch. Direkt. Könnt ihr euch, wie gesagt, Pause drücken, nachlesen, wie ihr gerne wollt. Ne? Da ist sie. Vieles Informatives auf jeden Fall drin. Wie immer. Und ja, drückt Pause, lest es durch. Kommen wir zurück und schauen noch mal, wie unsere nächste Kritzelei heißt. Und zwar ist das schmieriger Schleim. Das muss ja doch irgendwo beim Reparieren sein. Der kann doch gar nicht anders. So. Ein bisschen Zeit haben wir noch, sehe ich gerade. Lass uns mal die Anleitung durchlesen. It's not like I need a manual. But I'm really glad it's here. Erstens, die Kontakte. Remove carbon build up, lubricate with dialect trick grease. Also die Kontakte. Eins ist bestimmt gelb, oder? Ich denke. Also eins, zwei, drei, eins ist oben drinne in dem Runden. Das ist das hier, ne? The distributor cap looks pretty gross. I need something small to scrape the gunk off the cap. Etwas Kleines, um die Schmiere von der Kappe zu putzen. Etwas Kleines. Zange? Schraubenzieher? I can definitely see that. I bet Dad would have liked the idea of me using his tools to fix a ride. Lass mal, eine Zange ist zu groß. Immer Schraubenzieher. So, warte. Nimm mal das. Schraubenzieher. Jawohl, das sieht doch schon gut aus. Na, da wird doch, Freunde. Setz mal das Ding mal wieder drauf. Distributed. Mm-hmm. Well, fuck. Arcadia Bay Fire Department Warnung. Gesundheitshinweis wegen Luftqualität. Arcadia Bay Frost und die Frostbehörde. Frostbehörde, alles wirklich zu kalt draußen hier in Sachsen. Forstbehörde, Arcadia Bay, Oregon. Feuer im Culmination Nationalpark noch immer aktiv. Mittlerer bis schwerer Rauch erwartet. Begrenzen Sie Freiluftaktivitäten. Wieder anbringen. Ich gehe erstmal nochmal auf die Dings gucken. It's not like I need a manual. Intake Manifold. I'm really glad it's here. Kontakte. Rußniederschlag entfernen, mit Schmiere einfetten. Ansaugleitung. Schmiere, haben wir hier irgendwas? Schraubenzieherzange ansehen, ne. Batteriepull, überprüfen, Kieferschluss, Zahnriemen, Benzin, überprüfen. Ne, wir machen jetzt auch mal wieder anbringen, würde ich sagen. Go back from whence you came. So, das ist drauf. Jetzt hieß es. It's not like I need a manual. Ansaugleitung. Eine Ansaugleitung. Das müsste ja die sein. Einlaufstützen. Was ist das? It's pretty loose. How can I tighten it? Kann ich sie anziehen, Beispiel der Raumschlüssel. Benzinfilter. Benzinfilter ein. Was? Einlaufstützen, ja, das Ansaug in Einlaufstützen. Looks like this. Looks like someone tried to patch this thing up. Sometime before I was born.
At this point, I think that ancient duct tape is better than anything I can do. Lass es lieber da. Better leave it be. Okay. Dann, das ist der Benzinfilter. Der Zahnriemen ist das. Und das ist Kühlwasser. Kühlverschluss, ne? Batteriepool. It's was kommt als nächstes? Like I need a manual. Drosselgehäuse, really und Unterdruckleitung, Einlaufstutzen 5. Dann Luftfilter, Einlaufstutzen. Haben wir überprüft, das war der, wo wir das Klebeband dran hatten. Luftfilter. Das war hier drüben, ne? Benzinfilter. Kühlerverschluss. Machen wir das nochmal. Nothing doing. Achso, ich muss einen Schraubenzieher. Schraubenschlüssel festziehen, ne? Vielleicht mit der Zange, wir wissen es noch nicht. Wir gucken mal. Sieht gut aus. Ja, das sieht wirklich gut aus. Puh, much better. Sehr gut, sehr gut. Weiter geht's. Benzinfilter überprüfen. This thing is gunk. Total verschmiert. Husten. Die Musik auf dem machen wir nicht, dann kriegt man wieder her. Überprüfen. Lass uns mal pusten. Maybe. Ah, schmieriger Schleim oder irgendwas. Was ist das jetzt? Nee, wegmachen! Ich will ein Graffiti draus machen. Das ist doch das bestimmt. Klar ist das das. Wenn wir da eingesetzt, ist es auch mal frei. Benzinfilter. So. Hier. Ansehen. Gross. But also kind of inspiring. Können wir was draus zeichnen? Jawohl! Nächstes Graffiti, liebe Freunde. Ihr wisst, wie es geht. Ihr habt es gesehen. Macht es genauso. Rabe, Löwe. I know. Bestimmt cool aus. Verspucken. Errungenschaft. Oh mein Gott, nice. Cool. When life gives you gunk, make. Wenn das Leben dir Schmiere gibt, mach Kunst oder so. Art, I guess. So, lass uns noch das Auto fertig reparieren. Batteriepool würde ich sagen, überprüfen wir erstmal das Ding. Dazu könnte man wahrscheinlich die Zange gebrauchen oder beziehungsweise. I could fix this battery post if I could get a good enough fest grip genug on it. Greifen kann. Lass mal die Zange nehmen. Und jetzt gehen wir mal an den Batteriepool mit der Zange. Das ist okay. Mal greifen. Das wird dann das schnellste Auto there von Arcadia Bay, wenn wir mit dem Baby fertig sind. Electric glove. Was denn du hier? Geht euch ab. Spark plugs busted. Wo sind wir? Cargo deposits. Of course. Und in dem Traum hat unser Dad gesagt, dass er die erst gewechselt hat. Bei dem alten Unfallauto. Das war in unserem Traum noch so. Könnt ihr euch noch daran erinnern, Klubbe, Folge 2 oder Folge 3 der Episode 3? Vorige oder vor 2 Folgen? Ungefähr. Heute geht die Folge etwas länger, weil wir müssen das Audio zum Laufen kriegen. Please, I need you.
Das hört sich gut an. Ja. Sehr gut. Oh mein Gott. Ey, wir haben eh was noch nicht repariert. Sind wir langfest, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Richtig cool. Das war Pfoten sauber machen. Nee, das ist eine Tasche mit Klamotten. Spiegel. Mann, sehen wir stylisch aus. Hey, Junkyard Queen, where are you at? Whoa. Hey. Holy shit, your hair, it's so badass. I was gonna say hot, but yeah. Badass, too. Interesting choice in shirt, too. Ich hatte ihr T-Shirt wieder erkannt. Thought you'd like it. It involves fire. Hey, not sure if you saw, but someone moved your truck. No way. Should we check it out? Hey, Price. Nice wheels. You're early, Frank. What's the occasion? It's his... Oh, scheiße. Frank here's becoming a man. Aren't you, big guy? What's he doing here? What do you think? We're not dealing with a couple of dime bags anymore, Chloe. Where's the money? Scheiße, ich muss ja erst einen Cut machen, Alter. Das ist immer gerade zu viel. Oh mein Gott, oh nein! Wir sind echt am Arsch. Ey, wieso denn? Wir können euch schon erinnern, wir waren im Raum drinnen. Kleinen Bruder beschützt. Der wurde zusammengeschlagen draußen auf dem Gang. Von ihm. Das Geld haben wir ihm gegeben für seinen Dad. Also sag mal, was soll das? Ich kann doch nicht das Geld mitnehmen. Du bist ein Idiot, würde ich jetzt gar nicht erst anfangen. Ich würde einfach sagen, ich hab's nicht, aber das machen wir nächste Folge. Also ich bin erstmal raus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist ja eine kleine verlängerte Folge. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen. Auf jeden Fall da drin immer ein Träumchen Bewertung. Kommentar wäre auf jeden Fall nice. Und ich würde einfach sagen, bis zur nächsten Folge. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist gerade eine Situation, die komme ich gerade überhaupt nicht klar. Ja. Immer schön standhaft bleiben, ne? Haut da rein. Tschüss.